Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Fan-Favorit S4 hier vorstellen. Hier handelt es sich um die 512 bis 516 Serie S4, wie erwähnt schon. Der kostet hier 148.000 Euro und 7.548 Leasing. Wir haben hier eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h hier eingetragen. Der hat hier einen Tankvolumen für AdBlue 38 Liter und 298 Liter Dieseltank. Wir haben hier eine Leistung von 125 PS, entsprechend hier 92 kW. Wir haben hier einmal den Reifenhersteller Drenneborg und damit die Standardbereifung mit Radgewichte, Breitreifen, Radgewichte, dann hier Koch- und Sohn-Adapter, wie wir sehen, und dann hier dazu natürlich hier noch die Zwillingsbereifung hinten, dann hier schmale Bereifung. Schmale Reifung mit Radgewichte, dann hier Pflegebereifung, dann hier wieder Standard, dann haben wir als nächstes hier Michelin-Bereifung, dann Mitas und die kommunalen Nukian. Das war jetzt hier vom Reifen her alles. Dann haben wir jetzt dann Design, das ist hier eine silberne Motorhaube, passt ganz gut hier, wenn man hier den zum Beispiel in Schwarz kauft. Finde ich, passt das ganz optimal dann hier mit weißen Felgen natürlich. Dann haben wir das Ganze hier noch einmal mit der linken Rundumleuchte, dann hier mit der rechten oder hier allgemein die Rundumleuchte. Dann haben wir hier Kotflügel, können wir hier entfernen oder hier hinzufügen. Design 1, das ist dann für die Breitreifen, wenn wir dann mal so her schauen. Ganze hier ohne und wieder hier das Ganze. Ja, dann haben wir hier Teppich. Na, da müssen wir mal so her schauen. Jetzt ein schönen Teppich drin oder kein Teppich. Dann haben wir hier die Power-Ausführung. Da haben wir vorne noch andere Scheinwerfer. Nochmal zurückgehen, dass wir es schön sehen hier. Nochmal hier so hin. Also Power-Ausführung. Ändert sich hier vorne auch hier mit die Scheinwerfer und hier innen drin mit dem Display. So, gehen wir nochmal zurück so her. Dann sehen wir hier, das Display hier ändert sich. Dann haben wir noch hier seitlich so einen Aufkleber auch noch drauf. Also wir können uns den ein bisschen cooler gestalten. Dann haben wir hier noch andere Scheinwerfer hier hinzu. Gehen wir nochmal weg. Sehen wir es jetzt hier. Eine Auspuffanlage verchromt oder wieder normal. Dann hier der Power Design. Dann haben wir jetzt kleine Spiegel. Da kann man uns große Spiegel hinzufügen oder wieder hier die kleinen. Dann haben wir jetzt hier die normale Frontscheibe. Dann haben wir hier die was wir auch noch aufmachen können oder wieder hier die normale. Dann haben wir hier also seitlich hier dann Aufkleber drauf, RWZ oder hier BayWa oder hier keinen. Dann haben wir hier uns vorne hier uns einen Bänderhalter, steht einmal hier, das hier, das hier, da können wir jetzt dann hier, ne, den können wir jetzt, glaube ich, das Design noch nicht ändern. Da gehen wir noch eins weiter hier, dann haben wir jetzt hier den Haubenschutz. Dann können wir hier das mit dem Design hier uns anpassen, hier Beispiel Orange oder hier in dem Blau. Und dann haben wir als nächstes hier uns ein Frontlader hier von Stoll oder Allö. Ich habe den gekauft also von Stoll, weil ich habe den Allö nicht aktiviert. Und ja, Motorisierung haben wir als nächstes hier jetzt der 512 Vario, dann hier den 513 Vario mit 135 PS, entsprechend 99 kW. Und dann hier den 514 Vario mit 145 PS, entsprechend 107 kW. Oder wie wir ja sehen, den 516er Vario, dann haben wir hier 165 PS, entsprechend hier 121 kW. Dann sind wir am Anfang angelangt. Das war's also weit das so her. Ja, ich habe, wie gesagt, den schon in ein paar Variationen gekauft. Und dann schauen wir uns jetzt hier die auch an. Ja, der hat hier also Simple IC. Da können wir hier vorne das hier ausklappen.
Wir können mal von außen rangehen und hier die Türe öffnen. Hinten leider ist hier nichts, was wir so machen können von außen. Ich glaube, ich sollte mal jetzt mal einsteigen und mal einen Schritt vorfahren. Da sind wir jetzt hier. Ist schön animiert. Die Handleiter geht hier nicht mit dem Joystick. Aber Joystick bewegt sich, wie wir ja unschwer erkennen können. Oder kommen wir hier? Oh, haben wir jetzt einen. Das wäre jetzt hier für das Fenster aufzumachen. Aber wenn ich nicht den dann hätte. Und jetzt hier das Dachfenster öffnen. Aber ich habe den einen so auch gekauft. Dann kann ich hier den rüberdrehen. Hinten das Fenster können wir auch aufmachen. Dann hier die Lehne kann ich also so runterklappen. Also den Sitz eher gesagt. Dann kann ich das Lenkrad hier vor oder zurück tun. Und denke mal, das war's dann soweit. Steigen wir nochmal aus. Gucken nochmal auf die andere Seite. Ja, schauen wir mal, ob wir hier was auch aufmachen können oder nicht. Nein. So, dann sind wir jetzt mal her. Dann denk mal, machen wir hier mit diesen hier unseren Attacher-Test. Schalten wir mal die Rundumleuchte ein. Dann sehen wir jetzt hier Anschlüsse, soweit das passen ganz gut. So. Und zurückstoßen, wieder vor. Auch ganz gut. Jetzt hier unsere Kreiselecke natürlich. Hand her geht schön mit. Dann sehen wir jetzt den hier. Passt auch ganz gut. Attacher ist ein bisschen hoch angesetzt hier hinten, aber ist nicht schlimm. Das ist nur eine optische Sache. Wir haben auch einen großen Spiegel hier uns gekauft. Ups, so. Passt auch ganz gut. Da haben wir unsere Quietschehupe. Wir haben auch die Pflegebereifung hier drauf. Seitlich ein bisschen rüberfahren, dass wir da das Loch finden hier. Zwischen den Frontlader natürlich. Wenn wir jetzt hier, Attacher passt ganz gut. Jetzt kommt hier unser Frontlick-Raulik zum Test natürlich. In der Geißelecke, zwecks Zapfwelle. Danach machen wir unseren Lichttest. So. Sehen wir hier, Anschlüsse hier passen ganz gut. Wir hier unseren HW80 noch. Ja, schade, dass der hier vorne ja keine Zwillingsbereifung hat. Aber muss ja nicht sein. Kann ja sein. Könnte sein. So, dann sehen wir jetzt hier, passt das optimal. So, fahren wir wieder zurück. Oder machen wir mit dem hier unseren Lichttest, wie gesagt. So, einmal hier mit F geschalten. Zweimal, dreimal, viermal. Jetzt hier vorne mit Nummer 5, Nummer 6. Dann machen wir jetzt unsere Blinker. Wenn wir hier schon scheinen. Hinten die Scheinwerfer sind ein bisschen kleiner, machen also einen normalen Lichtkegel nicht. Also wenn wir hier sehen, fast also nichts zu sehen. Wenn wir hier innen rein, sehen wir jetzt das Ganze hier. Die ganzen
Nur jetzt, wenn ich das Lenkrad hier vorklappen kann, dass hier so her die ganzen Punkte, wo Simple IC hier verbaut ist. Also jetzt hier Kontrolllampe, ja, Warnblinker hier, das normale Licht, jetzt nochmal hier durchschalten, da sehen wir jetzt hier unten hier die ganzen Lampen, was also sich einschalten, die Kontrolllampen, also das wird ganz gut. Wenn ich so hergehe, kann jetzt hier unser Display rüberschieben. Schauen, ob der neue groß zu sehen ist. Nein, so war das nicht zu sehen. Innenraumleuchte, ja, wäre cool, wenn man das einschalten könnte oder so. Aber ist leider hier nicht so der Fall. Oh, ich gehe hier auf normales Tageslicht natürlich über. Stellen hier den hier uns rüber. Schauen uns auch gleich dann den nächsten natürlich an. Oh, gehen wir mal so her. Fahrtrichtungswechsel, sowas hat er leider hier nicht. Wäre aber echt cool gewesen. Ein Getränkehalter mir an der Seite hier auch. Haben wir jetzt hier den stärkeren. Habe ich jetzt extra so die Farben gekauft wegen der Kommunal. Da habe ich auch die anderen Lampen hier auch noch gekauft. So. Funktionieren tun sie. Und das hier ist ja also der Vario 516. Teppich habe ich glaube ich keinen gekauft. Aber ist ja nicht schlimm. Lässt sich ganz gut soweit das fahren. Gehen wir wieder in die Innensicht rein. Dann sehen wir jetzt Spiegel, die ja hier funktionieren. Da sind wir jetzt hier. Ah, habe ich. Das ist noch der andere. Entschuldigung, dann habe ich. Weil ich war jetzt der Meinung, ich hätte jetzt den gekauft. Dann ist es der nächste. Mit der Frontscheibe. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt ja, irritiert habe. War nicht meine Absicht. So. Dann. Ja, das ist, glaube ich, jetzt wirklich. Ja, da habe ich schon die Scheibe auch aufgemacht, wie man ja sieht. So, gehen wir so her. Geht die Scheibe zu. Leider ist hier keine Animation, so wie wir das kennen mit der IC-Steuerung, dass der Hebel so rumklappt, die nicht dabei. Schade irgendwie. Da sehen wir auch hier, das Dach hier geht auf. Und hier, das so her. Das Display kann ich auf die Seite so hin und her drehen, wie ich es euch davor gezeigt habe. Hier hinten, das geht auch schick auf und zu. Dann jetzt hier mit dem Lenkrad. Toll finde ich bei dem Lenkrad so her. Wir haben hier diesen Knauf. Aber halt schade, dass das nicht so seitlich ist, dass der Fahrer das Beispiel mit der Hand da die ganze Zeit dann so kurbeln hätte. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist so meine persönliche Meinung. Wir machen jetzt hier unseren Testzwecks. Unsere Achse. Ich glaube, vielleicht habt ihr schon drauf gewartet. Sehen wir jetzt hier, Achse hat super Spiel. Oh ja, ja. Das sehen wir jetzt ganz gut. Also ich finde, es ist auf. Sound, der klingt ja auch ganz cool. Schauen wir auch mal, wie schmutzig er wird. Hat auch keine Probleme hier so durchzufahren. Manche Fahrzeuge haben wirklich Probleme, da bleiben stecken, aber der hier bleibt nicht stecken. Er macht hier auch hier 52 km/h. Und wie wir sehen, er wird schon richtig schön schmutzig. Ich glaube, den anderen, den habe ich gekauft mit kleinen Spiegel oder jetzt alle mit großen Spiegel gekauft. Ich glaube, der hat jetzt die kleinen. Glauben meist nicht wissen. Das sind die kleineren. So. Hat er, wie wir sehen, jetzt hier auch mit dem silbernen Grill, kommt auch natürlich optisch natürlich besser zur Geltung. Von Ausschauen außerhalb finde ich, sieht auch ganz gut aus. Da habe ich auch den Aufkleber vom Biber auf diesen auch hier drauf. Finde so von der Optik her wirkt auch ganz gut. Finde, aber wirklich ist aber das ganz gut gemacht.
ist hinten noch nicht gemacht, wie ich jetzt beim letzten nicht gesehen habe, dass man hinten die Elektraulik mit Simple IC, also ein- und ausblenden könnte. Leider kann ich also bei dem jetzt das nur so her auf und zu. Und dann konnte ich sogar die Seiten einzeln hinzufügen. Kotflügel, ja, also kann ich hier auch nicht ein- oder ausblenden. Vielleicht kommt es ja noch bei diesem Mod auch. Wäre natürlich super toll. Ich denke mal, wir schauen uns jetzt als nächstes hier natürlich hier die Lok an und schauen her, wie die hier ausschaut. Aber dann sehen wir jetzt hier, also unsere Lok ist hier fehlerfrei. Da habe ich jetzt noch hier einen Holland T8 hier, aber hier kommt hier unser, also Grand Vario hier und ist fehlerfrei. Habe ich den nochmal in die ganzen Reifen so durchgeschaut habe. Ja, wenn dir hier mein Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du mit dabei bist beim nächsten Mal. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Servus, grüß euch. Euer Franz.